Mit seinen knapp 84 Metern ist der Sequoia mit dem Namen General Sherman der höchste lebende Baum der Welt. In geschätzt 2500 Jahren hat er etwa 1400 Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre gefiltert. Nur wenige Bäume können da mithalten. Aber heute produziert die Menschheit über 1400 Tonnen Kohlenstoff pro Minute. Zur Bekämpfung des Klimawandels müssen wir unsere CO2-Emissionen reduzieren, um das Gleichgewicht der Treibhausgase in der Atmosphäre wiederherzustellen. Aber was können Bäume dazu beitragen? Und wie filtern sie überhaupt Kohlenstoff? Wie alle Pflanzen verarbeiten Bäume mit Hilfe von Photosynthese Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Mit Energie aus Sonnenlicht werden Wasser und Kohlendioxid in Sauerstoff und energiereiche Kohlenhydrate umgewandelt. Die Pflanzen wandeln diese Kohlenhydrate dann mittels der sogenannten Photorespiration in Energie um und geben Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre ab. Bäume aber scheiden einen Großteil des Kohlenstoffs nicht wieder aus, sondern speichern ihn als neues Holzgewebe. Bäume agieren ihr Leben lang als Kohlenstoffspeicher. Solange sie wachsen, speichern sie Kohlenstoff. Wenn ein Baum stirbt und sich zersetzt, wird ein Teil des Kohlenstoffs wieder an die Luft abgegeben. Ein großer Teil des Kohlenstoffs bleibt jedoch im Boden, wo er über tausende Jahre lagern kann. Irgendwann wird aber auch dieser wieder an die Atmosphäre abgegeben. Wenn Bäume im Kampf gegen den Klimawandel helfen sollen, müssen sie möglichst lang überleben, damit sie den Kohlenstoff lange speichern und sich noch dazu schnell fortpflanzen. Gibt es eine Baumart, die diese Kriterien erfüllt? Schnell wachsend, langlebig und viel Kohlenstoff speichernd, die wir weltweit pflanzen könnten? Nicht, dass wir wüssten. Aber selbst wenn es so eine Art gäbe, wäre das keine gute Langzeitlösung. Wälder sind komplexe Netzwerke lebender Organismen und es gibt keine Art, die in jeder Art von Ökosystem überleben kann. Die nachhaltigsten Bäume sind immer die einheimischen Arten, die schon seit jeher in ihrem Ökosystem vor Ort eine Rolle gespielt haben. Laut vorläufigen Studien herrscht in Ökosystemen mit natürlicher Baumvielfalt weniger Konkurrenz um Ressourcen und sie halten dem Klimawandel besser stand. Wir sollten also nicht nur Bäume pflanzen, um Kohlenstoff zu reduzieren. Wir müssen Ökosysteme wiederherstellen. Es gibt zum Beispiel viele gerodete Regionen, die man wieder aufforsten könnte. 2019 hat eine Studie des Crowther Lab in Zürich Satellitenbilder der weltweiten Baumbestände analysiert. In Kombination mit Klima- und Bodendaten und unter Ausklammerung von Flächen für die menschliche Nutzung ergab die Studie, dass die Erde fast 1 Milliarde Hektar zusätzlichen Wald beheimaten könnte. Das wären ca. 1,2 Billionen Bäume. Diese riesige Zahl überraschte viele Wissenschaftler und man forschte weiter. Heute geht man von einer etwas kleineren, aber dennoch riesigen Anzahl an Bäumen aus. Diese aufgeforsteten Ökosysteme könnten laut der überarbeiteten Schätzung zwischen 100 und 200 Milliarden Tonnen Kohlenstoff binden, was mehr als ein Sechstel der menschlichen Emissionen ausmacht. Über die Hälfte der Flächen für die potenzielle Renaturierung finden sich in nur 6 Ländern. Die Studie gibt auch Einblicke in bereits laufende Renaturierungsprojekte, wie etwa die Bond Challenge, deren Ziel es ist, bis 2030 350 Millionen Hektar Wald aufzuforsten. Doch da wird es kompliziert. Ökosysteme sind sehr komplex und es ist unklar, ob sie von menschlicher Hand wiederhergestellt werden sollten. Für einige Gebiete ist es vielleicht am sinnvollsten, wenn man sie einfach in Ruhe lässt. Manche Wissenschaftler fragen sich zudem, ob die Aufforstung von Wäldern in diesem Ausmaß ungewollte Konsequenzen haben könnte, wie die Produktion biochemischer Stoffe, die den Klimawandel sogar noch vorantreiben könnten. Und selbst wenn es gelingen sollte, diese Gebiete zu renaturieren, müssten zukünftige Generationen sie vor den natürlichen und ökonomischen Kräften schützen, durch die sie zuvor zerstört wurden. Alles in allem haben diese Faktoren das Vertrauen in Wiederaufforstungsprojekte weltweit erschüttert. Die Komplexität der Renaturierung von Ökosystemen zeigt daher, wie wichtig es ist, unsere bestehenden Wälder zu schützen.
Hoffentlich erhalten wir durch die Aufforstung einiger Regionen die Daten und den Mut, um dem Klimawandel stärker entgegenzuwirken. Wenn wir das schaffen, werden diese neuen Bäume hoffentlich auch zu kohlenstoffspeichernden Giganten heranwachsen. Wir haben die Mittel und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes? Unter ed.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst, und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.